Luz trifft auf Pop. Ob das alles so funktioniert, das ist noch die Frage. Ich habe jedenfalls zwei hier bei mir sitzen, die fest davon überzeugt sind. Das sind nämlich René Pütz und Tom Haberland. Und die beiden machen mit bei einer besonderen Veranstaltung, nämlich Pop in the Park und Blues in the Park. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Schönen guten Tag. Zum Anfang erstmal, worum handelt es sich denn überhaupt? Was ist das für ein Konzert? Also es ist eine Konzertreihe, die wir jetzt zum dritten Mal machen. Ist schon ein bisschen gewachsen in der Zeit. Es findet im Sparkassenpark statt, allerdings nicht in dem großen Hockeystadion, sondern im Da arbeiten wir angrenzenden, dran. da arbeiten wir dran, im angrenzenden VIP-Haus bzw. Strandhaus. Und es findet an zwei Tagen statt, wie du halt eben schon sagtest, einmal Pop in the Park und am nächsten Tag dann Blues in the Park. Ihr seid beide Mitglieder von zwei unterschiedlichen Bands, die bei Blues in the Park auftreten. Stanley Beamish Blues Band geht es jetzt. Letztes Jahr haben wir ein Jubiläum gehabt, 25 Jahre. Und der René hat uns so eine Zeit lang begleitet und dann hat er wieder einen anderen Weg gesucht. Aber irgendwie sind wir mit dem Blues immer ein bisschen verbandelt geblieben. Als er dann diese Sache ins Leben rief, hier, ich möchte Blues in the Park machen. Das war so zuerst noch ohne Pop und da haben wir uns unheimlich gefreut, als er gesagt hat, komm, wollt ihr nicht mitmachen? Und gesagt, ja klar, gerne. Ja, da sind wir gespannt. Aber ihr habt auch eben gezeigt, dass ihr auch zu zweit sogar was auf die Beine stellen Weil könnt. wir spielen ja gar nicht, also momentan in einer Band zusammen. Wir sind ja jetzt nur als Vertreter dieser beiden Konzerttage hier und haben einen kleinen Song gejammt. Ja. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Ihr könnt es selber anmoderieren in diese Kamera. Tom, dein Part. Ladies and Gentlemen, you gather. Was haben wir noch gespielt? Let the good times roll, ja. Let the good times roll. Viel Spaß. Oh, hey everybody, let's have some fun. Only live it once and when you die, you're gone. Let the good times roll. Oh, let the good times roll. I don't care if you're young or old. Everybody let the good times roll. Ja, es geht auch zu zweit. Echt eindrucksvolle Nummer und mal ebenso auf die Beine gestellt. Wie ist das denn, wenn man jetzt zu so einem Abend kommt? Gibt es da ein klassisches Publikum, die immer da sind, oder sagt man, das ist für jeden was und jeder hat Spaß dran? Das ist auf jeden Fall für jeden was. Für jeden, der sich gerne Live-Musik anhört und handgemachte Musik gerne hört und sich ja, darauf einlassen will, ist das eine spannende Sache. Und das ist dann eigentlich auch egal, welche Band das ist. Also ob das jetzt halt Delta Mouse oder Superstar an dem ersten Abend bei Pop in the Park ist oder ob es nachher Stanley Beamish Blues Band oder mein Trio ist, das ist alles ehrlich. Und es wird, denke ich, in dieser neuen Location, dieses Strandhaus, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, wir bauen eine Seitenbühne, die man von drei Seiten einsehen kann. Das heißt, das Publikum kann bis auf die Rückseite um die Bühne herumstehen. Die können uns also auch richtig in die Karten gucken. Da, wir gucken, dass alles gut beschallt ist, also nicht nur nach vorne, sondern zu allen Seiten. Und Leute, die einfach eine gute Zeit haben wollen und am Wochenende ausgehen wollen, können da hinkommen, sich gepflegt ein Bier trinken. Das ist halt auch alles schön gemacht in Gläsern und mit einer ordentlichen Theke und so. Und auch das Mobiliar in diesem VIP-Haus oder Strandhaus, das ist also alles sehr, sehr schön gemacht. Und die Bühne drumherum lädt halt auch noch dazu ein, den Musikern wirklich auf die Finger und Füße und Lippen zu gucken. Da gibt es kein Netz, keinen doppelten Boden irgendwie. Wir gehen auf die Bühne und zeigen das Innerste unserer musikalischen Seele. So könnte man das, glaube ich, sagen. Das hast du gut gesagt. Ja, Ja. danke. Wie ist denn also die Atmosphäre? Das ist ja bestimmt was anderes, als wenn man jetzt mit vielen Leuten und in einer großen Halle spielt. Was ist das Besondere an so einem eher gemütlichen Umfeld? Tja. Das ist ein ganz tolles Wechselspiel. Also, ich sag mal so, die Musiker gucken natürlich in der Vorhang, es füllt sich langsam, es kommen immer mehr, ne, kommen immer mehr so.
Glücksgefühle, super toll, es wird voll klasse, man geht auf die Bühne, fängt an und wenn dann vom ersten Stück danach das Publikum sagt, ja, yeah, das ist es, dann baut sich das langsam auf. Und das kann hinterher ein Ding werden, was, dass man sagt, ich will gar nicht mehr von der Bühne runter. Das Publikum sagt, wieso ist das jetzt schon das letzte Stück? Ich würde behaupten, dass es immer bei Konzerten so ist, dass die Musiker auf die Bühne gehen, etwas geben, Lied 1, Lied 2 und das Publikum zeigt eine Reaktion. Und daraufhin geben die Musiker noch ein bisschen mehr und dann kommt vom Publikum auch wieder ein bisschen mehr. Also wenn alles gut geht, aber normalerweise ist es so. Hat bis jetzt mal geklappt, Hat bis jetzt eigentlich immer geklappt, ja. Und so baut sich so ein Konzertabend auf. Ja, und diese Atmosphäre, die wir eben besprochen haben, die können wir ja an zwei Abenden genießen. Vielleicht können wir nochmal eben zusammenfassen, was ist nochmal am ersten Abend, René? Genau. Da nehme ich mir gerade zur Hilfe den Handzettel. Also, am ersten Abend, dem 16.10., das ist der Freitag, findet Pop in the Park statt. Dabei sind dann das Duo Delta Maus, da spiele ich mit der Chris Schmidt zusammen. Und dazu gibt es gleich auch noch die CD von Delta Maus zu gewinnen, kommen wir gleich drauf. Und das Trio Superstar mit Raudi Granderath und Rüdiger Tiedemann. Ein sehr spannendes Rock-Pop-Trio. Wo es auch immer wieder Überraschungen auf der Bühne gibt. Pop in the Park, Freitag, 16.10. Genau. Und am 17.10., Verzeihung, gibt es zuerst der René Pütz und das Blues Trio. Genau. Und danach gibt es die Stanley Beamish Blues Band. Plus Special Guest, genau. Francis Norman. Genau. Und wenn Sie dabei sein wollen, dann gibt es jetzt auch noch Karten zu gewinnen. Wir haben nämlich jeweils für den Freitag und für den Samstag jeweils zwei Karten zu gewinnen. Also zweimal zwei Karten zu gewinnen und einmal zwei Karten für beide Events. Also ein Kombi-Ticket für beide Tage. Ganz genau. Außerdem gibt es auch noch die CDs, wie der René eben gesagt hat, von Delta Maus. Davon gibt es zwei unterschriebene Exemplare. Und ihr habt eine tolle Frage und die könnt ihr jetzt hier reinstellen. Genau, vielleicht habt ihr gut aufgepasst. Der Tom hat gerade eben verraten, welches Jubiläum die Stanley Beamish Blues Band im letzten Jahr gefeiert hat. Und das ist die Frage, die ihr beantworten müsst. Und dann habt ihr die Chance auf die tollen Preise. Yeah. Genau, und so musikalisch endet auch unser Talk. Vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß und Erfolg bei den beiden Konzerten. Und wir sehen uns demnächst wieder beim Backstage Talk. Tschüss.